Hallo, früher sei Dank schön für Trikum und wir waren mit uns zu sein. Und in diesem Video und im nächsten, da war wir erst ein paar Tage vor ich mir an. Und so, letzte Mal reden wir von wo die jungen Lieder in der Kirche sich sollen verhüllen und der Lehrerschaft, was Gott über uns sagen wird. Und auch wo wir uns unser Amtzeug sollen in Däumut tun. Und auch wo wir kann all unsere Sorgen ab Gott schmieden, wie ins Haus euch für uns. Und so, ich freue mich für Gott sein Wort, dass wir kann Gott sein Wort taub studieren. Und so, nur auch, dass wir kann das Stet ab Videos, dass wir kann weit und breit Gott sein Wort taub studieren, das ist bloß wunderbar. Und so, von der war wir Versen 8 und 9 durchgehen in 1. Petrus 5. Und so, wir wollten dort auch, dass wir letztes Mal reden von den Gliedern in der Kirche und dann auch fördert von der Lehrerschaft in der Kirche. Was wir von der wollen von reden, ist kein Wunder, Petrus redet von dort, wo es nur dort wehens. Hier an konnte viel Dinge schaffen in der Gemeinden, mangt den Menschen. Und so, das ist nicht, glaube ich, nicht ein Eidleck, dass Petrus von dort redet, wo es nur dort. So, wir haben 1. Petrus 5. Vers 8 und 9 lesen, dann werden wir sein, was Gott hier hat für uns. So, er sagt, es ist sie, der Jedocht in Waka, wird gehen jener, der bei sich findet, schlägt sich ran, aus einem berauschenden Leben und sieht nur, wem der hier verrieten kann. Dann war er stut mit Pfosten glauben und denkt daran, dass jene Brüder über die ganze Welt durch dieselbe Lieden Erfahrungen gehen müssen. Und so, Petrus, der hat auch ein paar Mal in das Brief von dir redet, von Klordenken und Waka sind. Und so, das wies uns, wo neidig das ist, dass wir du im Glauben sind, dass wir Klordenken und Waka sind. Wenn wir hatten Feind in dieser Welt, und dort in der Welt haben wir Seelen Waka sind. Und heute rede ich von in Kapitel 1, Vers 13. Heute ist es dort, da werden wir merken, dass wir frei von alles, was wir hindern können. Sieht immer denken klar. Und recht, jünd hupning ab de Gnaden guf, da je kriegen wollen, wann Jesus Christus kommt, wann Jesus Christus kommt. Und dann in Kapitel 5, Vers 7, da seht ihr, dass der Tiet es bald hier, dort alles ein Eng hat. Da werden mehr mit die Waka sein und klar denken, dort je beten kann. Und so, Petrus, der hat auf jeden Fall geredet von Waka sein und klar denken. Und so, hier wird er heute sagen, wir sollen Waka sein und klar denken, wenn wir ihn finden haben in dieser Welt. Und so, wir können sein, wie wichtig das ist. Und so, wenn es sagt, wir hatten jener, in der Heu ist der Feind, dort ist der böse Feind, was jen uns ist. Und so, Heu nahm am in Jena. Und das ist, und er sagt, der schlägt sich herum aus dem berauschenden Leben. Ich kicke jetzt ein Show, und dort wir von Tieren, und dort wir an der Untergrundwelt, und dort wir auf einer Insel, wo dann da verschiedenste Tieren auf dieser Insel leben dürfen. Und da wir ein Uten, wo wir hier müssen ab in den Bäumen leben. Wenn sie haben in Jena und ab ihr, wo du in dort wird ein Leben. Und in der Leben, der schlägt sich herum und post ab, wann du wird in den Uten raufholen, dort hat den kann gerieten und dich verrieten. Und so, dort wird krank, dort krank so sein, je was mit der Leben. Und dort ist, wo wir kann sein, woran Petrus das Bild wird brauchen. Wenn es ein Leib, der schlägt sich rum und sieht, nur wem er verrieten kann, für seine Multit. Und so, das heißt, der Leib, der posten ab, wenn du mal einmal wird einer raufkommen, oder raufholen, oder eine Ub schwach sein, dass der nicht Kraft hat, dem von einem weich zu kommen. Und so, das ist in Seier, ein Bild, was du uns dort Seier, der denkt, aufmerken, warum er wird haben, das gebraucht. Und so, ich habe auch verschiedene Shows gesehen, wo ein Leib dort abholen, wenn du ein Herd, Tier und Taub sind. Und dort abholen, wo ein Tier dort zu sitzen, er schwach oder wird nicht so, wo sich ran kann oder was er wird leichter gerieten kann. Und so, wie kann hier sein, dort Petrus das Bild brauchen von Isaac, wenn krank so als der Feind. Und du wirst erst dort neulich, dort wie uns taub holen, aus christlichen Menschen, und dort wieder nur uns Anzeig abholen und für uns beten und Motor sprechen und kicken, wo wir abstehen in unser Leben. Vielleicht haben die der auch gemerkt, wo der Feind uns wird verrieten kann. Und so,
hier hast du denkt, der Defiant gleich das Säuer von Heukon ans Wachriten von Gott. Nicht, dass wir, nicht wir uns der Radung Wachriten, aber dass wir uns nicht an Gott vorstellen. Dass wir uns nicht unser Stall, unser Gott. Und darüber wir das nächste Mal von reden. Heute post ab, wann wir schwach sind. Und einzig Mal, dann fällt einer sich so, wenn einer in der Kampf ist oder wenn einer leiden wird, dann fällt einer sich so, einer will nicht mehr Menschen sein, dann will einer sich für sich allein halten. Und einzig Mal, dann wird der Fien Krieg dort brücken, um uns proben, durchzureden. Und so, wir müssen abhusten, wenn es heute ist, er ist ein Feind, der uns will in neun reden, er will uns verrieten und er gleich, dass wenn er uns kann wachreden von den Charber Christus, das sind Gott seine Menschen. Und so, das ist das wunderbare Bild von, wo wir uns am sich können in der Stadt und für uns am sich beten und Mutter sprechen. Und so, hier, ich auch, noch billiger sein, wo der Leib, der post lang ab und hei der Zeuer kicken, nur da, wo du waren weich wollen. Und so, sie sagt also, du wein erst das Zeuer neulich, dort eigen du dich wie der Herr blieben in der Gemeinde, wo wir sind, mit Gott seine Kinder taub. Und so, so, einzig Mal, dann habe ich in Trouble. Wenn wir in schweren Tiden sind, wir wollen nicht haben, dass andere Menschen dort sollen anfangen. Wir wollen das für uns selbst halten. Und dann dürfen wir allein kämpfen und leben. Und einzig Mal ist das, wenn vielleicht wir haben mit wem mitgedeutet und dann ist das Wort offenbart worden. Und so wie, vor allem an so wie, kann keinem vertrauen. Und so, in einzig Mal auch, besonders wie aus Deutsche, wir sind so, wir wollen das so merken, Leuten alles als Fan. Wir sind stark und wir sind Fan und im Leben ist bloß Gott. Wir gleichen dort nicht, wenn andere Menschen dort antworten, wenn wir durch Lieden gehen müssen, aber wenn wir uns schwach fühlen. Und so, das ist ein Ding, glaube ich, wo wir uns Säuerkart holen, das ist nicht gut für uns, wenn's, dann dürfen wir nicht uns aufmerken, für wann wir Trouble haben. Und einzig Mal fallen wir uns so, der andere Menschen wollen uns rechten, wann wir Dinge da mitteilen, wo wir ankämpfen dann, oder wo wir dann leiden dann. Und so, und das ist die Wahrheit, wo wir man nur kommen, ist, dass wir einen Feind haben. Und er leicht uns nicht. Der von uns, was der Jesus nur fällt in den, er kann uns nicht leiden. Krieg so gut, dass er Gott nicht leiden kann. Und so, und er schlägt sich dran und sieht nur wem er verrieten kann. Und so, wir haben eine Gelegenheit, einer für den anderen anzustehen, im Gebet und ans Motto sprechen. Und so, alle Wege, wo wir eine Hand kriegen, wie diese Idee, du prüft halt Menschen zu verrieten. Und ich muss bloß sein, in dieser Zeit auch, wo dieser Virus alle Wege in der Welt verspreit ist, wie kann das mal recht sein, dass in der Kirche du fangst und Menschen sich neun zu trauen, wenn sie kicken durch so verschiedene Namen. Und den Feind, den jetzt dazu soll erscheinen, wenn heute in der Kirche Menschen neun reden, dass die sich jenen unterwohren, und du anhaft eine große Freude, wenn sie heute gleich dort von Dinge verrieten in den neun fallen. Und so wie man in dieser Zeit auch Jungen aufhören und klar denken, was der Feind in der Welt wird gleich zu tun. Und so, das ist so ja neulich, dass wir uns am sich für uns beten. Und wir müssen auch sagen, dass das nicht ein Krieg hier in Fleisch und Blut, aber das ist ein Jesu-Krieg. In der Pfizer saß Vers 12, du sagtest, dass wir haben nicht mehr jeden Fleisch und Blut zu kämpfen, aber jeden Gewalter, weil sie jetzt von der Himmelswelten in mit Gewalten und Herrschaften von einem Diesten, der über diese Welt herrschen. Und so, wie kann hier sein, dass wir fäden gleich ein Mensch mit den anderen, aber dort wie das ein Jessel gekriegt, wo wir bei uns sind. Aber wir da sind nicht so eine Menschen, die keine Hupen haben oder kein Gewehr haben. Dort, die so tun, die wollen all das häufig gespielt haben. Dort, wegen Jesus dort gestorben um Kriegs, für alle Sünden auf der Welt, er wird dort auch verspielt. Aber er wird all die Zeit brauchen, die er noch hat, die Menschen brauchen, nein zu reden. Und so, so wie kann uns gehen in den Feind stellen, wenn wir in Jesus Christus stehen.
And so we can uns jeden am Stall Jakobusfeier Vers 7, das heißt, es dit also, und ja staltjünd Gott, staltjünd jeden den Bösen Fiend, und he, dann wird heu von jünd verschwingen. And so hier kann wir das erste Ding, was wir hier sehen, ist, und ja staltjünd Gott. Das ist der einzige Weg, wo er in dir kann, jeden den Bösen Fiend tun. Wenn wir uns unter Gott stellen und dich beanblieben. Und du hast den ersten Part von Vers 8 in Jakobus, das sagt, nur das Jünd, dass der Vers euer Fuß nur dem nur das Jünd, nur Gott, dann wird er Jünd dich nur Jünd kommen. Und so, wir haben eine Verantwortlichkeit, dich bei Gott zu bleiben, wo wir sicher sind, wo der Feind uns nicht kann. Kommen und proben uns zu verrieten. Und so, das wisst uns, wo neulich das ist, dass wir dich bei Gott blieben. Und wir haben auch Gewehren, was Gott uns gibt. Und so, von diesen Gewehren reden wir von, kann ich verlesen in Epheser 6, Vers 10 bis 18. Ich konnte die Versen nicht alle lesen, wegen Tietzhofen. Aber ich will bloß ein paar nehmen von dir und uns bloß wissen, was von Gewehr wir haben, was wir uns können ab sagen, dass wir jeden den Feind gewähren können. Er sagt, es steht in Epheser 10 bei 12, sagt es, to Lads, sorgt dafür, dass ihr stark werden durch die Kraft, die der Herr jünd gibt. Lacht jünd, dass ihr schär ab, dass Gott für jünd reut hat, dass ihr bestehen kann, wenn der böse Feind jünd angerebt. Weil wir haben nicht mehr jeden Fleisch und Blut zu kämpfen über jeden Gewalter, bei sie Jäste in den Himmelswelten und mit gewollten Herrschaften vom Diesterin. Der in dieser Welt herrschen. So, Wort von dem lese ich all, aber ich will das noch einmal lesen, dass wir in Wirklichkeit kann sein. Dass das ist, wie nicht jeden unter Menschen fährten, aber durch die Himmelswelten und die Wolken und die Herrschaften, die im Dienst drin sind. Und so, Paulus lehrte durch eine Rede von Jeschar, was wir hier sind als Christen. In Vers 17 sagt er, jene Radung sagt ihn ab aus einem Haut, und Gott sein Wort aus einem Schwert. Dort der Jes ihn gibt. So der Jes gibt uns der Geschirr, was wir uns können absagen, dass wir können ja in den Feind tun. Und Gott sein Wort als ein Schwert. Und so wie das gibt uns das Bild, dass wir können uns wehren ja in den Feind mit Gott sein Wort. Das ist wunderbar, dass wir Gott sein kraftvolles Wort haben. Und wir können ja in gewähren von der Physik, was der Feind in uns Leben will, proben anzubringen. Und so wo der Feind verschwingen, wann wir, wo kann wir mehr an der Feind verschwingen, wann wir uns jeden am Stall. Und das ist, wann eigentlich uns das Geschirr absagen, was Jesus hat für uns und was der Herr Jesus uns geben wird. Und der Feind wollte auch, dass er alles verloren hat und dass Jesus gewonnen hat. Und so, er will proben, alles in neuen Territen, so wie das er kann. Morach, der Feind kann Gott sein Wort, aber er will dort, dass er Gott sein Wort ist. Und wenn er dort Wort braucht, dann haben wir jeden Arm gewonnen. Und so, wenn wir uns das Geschirr abnehmen, was Gott uns gegeben hat, dass wir jeden tun, jeden den Feind. Und dort, wie kann beschützt bleiben, wenn wir dich bei Gott bleiben und uns das Geschirr absagen. Und so, wenn wir die Wahl in den Feind tun, dann machen wir uns unter Gott sagen und dich beanblieben und uns das Geschirr ableihen, was er uns gegeben hat. Wenn wir die Wahl in den Feind tun, mit unserer eigenen Kraft, wir wollen immer verspielen. Der Feind, der prüft uns zu verrieten und wir machen unter der Kraft Gottes tun. Dann und dich bei Gott bleiben und in seiner Kraft können wir jeden Feind tun. Das ist noch ein Ding, was ich interessant fand in Vers 6 in Jakobus Feier. Und dort sagt, dort ist Gruß euer. Und dort sagt in Jakobus Feier Vers 6, und du bist wohl heute uns geratere genug schenken. Du bist, sagt er, Gott ist gegen dich, was stolz sind. Aber dich, was demütig sind, gibt er genug. Das passt sehr top mit was wir von reden, das letzte Mal. Und so, das soll noch sehr frisch sein in uns sein, von letztem Mal. Und so, das letzte Part von Vers 5, in Kapitel 5, sagt es das, Gott ist gegen die Stolte über die Däumige Geschicktheit zur richtigen Zeit genug. Und so, könnte das sein, dass Hochmütigkeit, die uns holen, von dort wir uns nicht dich und Gott stellen, dass wir nicht uns zu Gott unterstellen und dich beanblieben.
And so that as a Hochmütigkeit, wir dort denken, was den Feind im Himmel rutscht, Gott dort am Dörder im Himmel rutscht, wenn es Heuvel Gott sein. Heuvel haben, dass sie sollen am Loven und umbeten. Entspreche saß hier in Vers 18, da sagt es das. Wer stolz ist, jed in der Grund. In Hochnascher seinen Kant für den Fohlen. And so, wie kann hier sein, wo die Gefährlichkeit ist von Hochmütigkeit? And so, Hochmütig sein kann uns weich holen, dort wir uns nicht dich bei Gott holen. Und so, das kann uns auch holen von uns Amtszeit dauern, das wir auch letztes Mal sehen. Und dann in Vers 9, du sagst jetzt das, dann war er stut mit frohem Glauben und denkt daran, dass jene Bereide über die ganze Welt durch dieselbe Leiden Erfahrungen guten Mann. Und so, Petrus will hier sagen, bleib nicht, dass ihr allein seid. Die Menschen alle werden gehen durch dieselbe Leiden und Versicherungen, die sie durchgehen. Und so jeder Mensch, der im Glauben hat, der wird verschiedenste Leiden durchgehen. Aber wir haben Dinge, die wir tun können, dass wir können den Feind tun, wenn er kommt und will uns verrieten. Und so wir haben Gott, wo wir uns können, in den Arm stellen und wir können dich beanbleiben und wir können uns das Geschirr absagen. So, wir machen uns unser Gott stellen, wir machen dich beanbleiben und wir machen uns die Schere ableiten. Das sind die Dinge. Und das der Herr Jesus uns, dass wir uns kann wehren gegen den Feind. Und so, wenn wir diese Dinge tun, dann, wo wir sich haben, in all den Städten, wo der Feind uns ankommt. Wir wollen sich haben in unserem christlichen Leben, dass wir können für Gott leben. So, wenn wir durch Leben gehen, dann können wir sicher sein in den Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht, wo die Best von dir. Vielleicht bist du auf einem Stelle, wo die Säure auch sicher fällt. Und die fällt dieser die Best ganz allein. Und keiner hier durch Leben als bloß du. Und so, von dir, weil wir bloß uns drehen, nur Gott stellen und denken. Wer ist Gott? Und was hat er in Arm? Und wo will er mich bewahren? Und wo kann ich sicher stehen in Arm? Und so, wer einer den anderen die Dinge mitteilen, wo an wir kämpfen können, so dass wir können für uns Amtszeit beten. Und so, wer will uns das Geschirr ableiten, was der Heilige Jesus uns geben wird, dann können wir bestehen bleiben. Und so, das nächste Mal, weil wir kicken nur das wunderbare Motto sprechen, was Petrus gibt, das sind die Menschen, die du sind im Glauben. Und er will ein wahrer Motto sprechen, zum Vorstehen in der Glauben. Und dort ist das ganze Timer von des Brief, was wir in der Zeit immer haben, den Timer über all gehört, dass wir sollen Vorstehen in uns Glauben. Und wenn wir auch durch verschiedenste Lieden gehen machen. Und so, der ESV, Übersetzung auf Englisch sagt, stellt jeden Arm, den Feind und dann in Stuttfuss in den Glauben. Und so, wir wollen dort, dass wir können uns gegen den Feind stellen, mit was Gott uns gegeben hat und was wir dich beanbleiben. So, Gott ist sehen beim nächsten Mal und dann werden wir 1. Petrus vor dich merken und dann wollen ich noch von reden, was wir nur dem Welt tun in diesen Videos. So, Gott ist sehen und sei bei uns nächstes Mal. Dankeschön.